Als nächste Referentin haben wir Merle Stöver. Merle, du kannst auch ruhig schon vorkommen. Und genau, da deinen Vortrag anklicken. Merle ist unsere jüngste Referentin von all diesen jungen Leuten hier. Sie ist gerade mal 20 Jahre alt, studiert Soziale Arbeit in Berlin und war in Schleswig-Holstein im Juso-Vorstand aktiv, ist jetzt in Berlin aktiv in der AG. Welche Arbeitsgemeinschaft? Geschlechterverhältnisse und macht auch Vortragsreisen in dieser Funktion auch in ganz Deutschland, also ist in der Juso, bei den Jusos stark aktiv und wird uns jetzt über ihre Erfahrungen, ihre bisherige Parteiarbeit einen Einblick geben. Bitte. Alles klar. Genau, ich will reden über den Idealismus, mit dem ich in die SPD eingetreten bin und über diese verstaubten Strukturen, auf die ich da getroffen bin. Ich habe mir überlegt, wie man damit am besten anfängt und ich glaube, es fängt da an, wo ich in die SPD eingetreten bin. Ich habe meine erste E-Mail rausgesucht, die ich meinem Juso-Vorsitzenden damals geschrieben habe und aus der werde ich gleich einmal kurz zitieren. Wir waren heute mit unserer Klasse im Landtag zu Besuch und da habe ich zum ersten Mal von den Jusos gehört. Ich habe richtig Lust, bei euch mitzumachen. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind für mich das Wichtigste und ich möchte mich in der SPD einbringen. Ich würde mich sogar als Sozialistin bezeichnen. Kann ich einfach mal vorbeikommen, mir das angucken? Ich war damals 14. Ich hatte richtig Bock. Ich hatte Bock, da Leute zu treffen, die so denken wie ich. Ich hatte Bock, 100% zu geben und ich wollte irgendwie die Welt verändern. Also ich dachte, so, das ist es jetzt. Wir machen jetzt Revolution. In der Partei angekommen, habe ich mich ziemlich willkommen gefühlt. Die Leute waren alle sehr nett zu mir. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich was ganz Besonderes. Ich kam in meinem Ortsverein an, da saßen sehr viele alte Männer, die mir alle gesagt haben, krass, cool, dass du dabei bist, wir freuen uns. Da war auch immer so eine gesunde Portion Paternalismus dabei. Ein Genosse, ein alter Mann, stellte sich vor mir, kniff mir in die Backe und sagte, du bist noch so klein und schon so schlau. So, es war immer dieses Gefühl, endlich sind junge Leute da. Dann auch noch eine Frau, junge Frauen sind in der SPD was ganz Besonderes und natürlich hebt man sie auch sofort in ein Amt. Natürlich keine Verantwortung, wir können den jungen Leuten ja nicht was Verantwortungsvolles geben, werden mal Kassiererin im Ortsverein oder Schriftführerin. Deshalb meine erste These. Ich glaube, wenn wir jungen Menschen mehr Verantwortung in Parteien geben, tatsächliche Verantwortung, dann begeistern wir auch andere junge Menschen. Und ich glaube, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund sehr viel mehr Raum in Parteien brauchen und zeigen müssen, dass sie in der ersten Reihe stehen, damit diese Parteien auch wieder Vertrauen bekommen. Zurück zur SPD. Der Alltag in der Volkspartei, sogenannten Volkspartei, kam ziemlich schnell auf mich zu. Der besteht aus dunklen Hinterzimmern, aus alten weißen Männern, die mir erzählen, wie Politik funktioniert und aus Männern, die wiederholen, was andere Männer mal gesagt haben und damit dann Karriere machen wollen. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass die Weltrevolution nicht auf dem kleinen Parteitag der SPD Itzehoe anfängt, dass Hundekot auf grünen Flächen zwar ein super Thema ist, aber auch da die Weltrevolution nicht beginnt und dass das SPD-Sommerfest schön und gut ist, aber wir bewegen da nicht wirklich viel. Und nicht viele Menschen oder nicht viele junge Menschen machen auch da noch weiter. Ich habe sofort das Gefühl bekommen, dass wenn man neue Themen einbringen möchte, man in der SPD scheitert. Das ging bei mir vor anderthalb Jahren los, beim Aufschrei. Ich habe über Sexismus in der Partei gesprochen und habe schnell gemerkt, dass ich auf komplettes Unverständnis treffe. Ich bin auf Unverständnis getroffen, wenn ich über Sexismus gesprochen habe und wenn ich ihn in der Partei angeprangert habe. Deshalb die zweite These. Ich glaube, dass Parteien alternativen Konzepten sehr viel mehr Raum geben müssen und dass sie sich viel, viel öfter zutrauen müssen, auch neue Dinge auszuprobieren. Das betrifft sowohl neue Themen als auch zum Beispiel alternative Sitzungskonzepte, dass nicht ständig dieser Parteitag da ist, wo ein alter Mann vorne steht und zu den anderen alten Männern spricht. Ich habe gemerkt, in der SPD wird man was, wenn man sich fügt, wenn man immer da ist, wo Leute einen haben wollen, wenn man nicht widerspricht und wenn man keine neuen Themen einbringt. Und ich glaube, man scheitert, sobald man Hierarchien anspricht. Man scheitert, denn es gibt einen Ort, der einem zugewiesen wird. Man weiß, wo man hingehört,
Alte Männer sagen mir, wo ich hingehöre, wo mein Platz ist. Und ja, auch als Frau kann man Erfolg in einer Partei haben, solange man das Patriarchat nicht in Frage stellt. Sobald man aber diesen Platz hier, den ich mir hier ausgesucht habe, sobald man den verlässt, trifft man auf die ganze Palette an gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Man trifft auf Sexismus, man trifft auf Rassismus und auf Sätze, die anfangen mit, ja, aber du als Frau und ja, ich weiß nicht, es ist doch so, dass Frauen, Punkt, 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 und das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass gerade in der SPD, aber es trifft auch auf viele andere Parteien zu, dass dieses Parteibuch, das besagt, dass man Sozialdemokratin ist, einen dann von sämtlicher Menschenfeindlichkeit, von sämtlicher Diskriminierung freispricht. Man kann sagen, ja, ja, ich bin kein Rassist, aber schließlich bin ich ja in der SPD, ich kann gar kein Rassist sein. Und dann wird auch nochmal Otto Welz zum Beispiel rausgeholt. Die dritte These. Ich glaube, dass Machtverhältnisse in Parteien sehr, sehr oft über Diskriminierung funktionieren. Menschen werden von Macht abgehalten, indem sie an natürlichen oder vermeintlich natürlichen Grenzen scheitern. Zum Beispiel du als Frau. Deshalb scheitert man auch, wenn man Sexismus in der Partei anspricht. Und gerade wenn man diese Harmonie stört, diese Harmonie, über die Parteien funktionieren. Ich glaube, dass in Parteien oft Idealismus und Selbstkritik auf der einen Seite auf sehr festgefahrene Strukturen treffen und dass es genau an der Stelle dann auch scheitert. Ich glaube, Parteien sind auch nur ein Abbild der Gesellschaft. Dementsprechend gibt es dort eben diese Menschenfeindlichkeiten. Aber Menschen in der SPD können sich natürlich über ihr Parteibuch von diesen Diskriminierungen freisprechen, weil sie ja Sozialdemokratinnen sind. Und genau aus diesem Grund braucht man dann auch keine Regelungen, weil wir brauchen ja keine Quote, wir sind doch Sozialdemokratinnen, wir sind doch progressiv und ich als aufgeklärter Mensch brauche doch keine Regelungen. Und ich glaube, dass gerade deshalb die Partei auch so viel, also gerade die SPD so viel über Quoten spricht und es nicht immer einfach umsetzt. Und daher meine letzte und ich finde auch wichtigste These: Parteien können wirklich nur glaubhaft sein, wenn sie das, was sie fordern, auch innen umsetzen, wenn der Umgang innerhalb der Partei auch dem entspricht, was sie für die Gesellschaft wollen. Das betrifft sexistische Strukturen, rassistische Strukturen oder auch Klassismus. Ich sehe meinen Platz immer noch in der Revolution, ich sehe mich auch irgendwie in der Weltrevolution. Nur dass meine Weltrevolution mittlerweile über Statutenkämpfe in der SPD und in meinem Ortsverein stattfindet und ich da noch mehr Solidarität innerhalb der Partei gebrauchen kann, die manchmal fehlt. Und damit ende ich erstmal.